Auf geht's! Ich pumpe dich jetzt mal eine Runde mit Informationen zu. Da keine Leute von mir stehen und du Lust hast, können wir dann direkt noch eine zweite Runde machen. So, hier geht es auf das Bushäuschen zu und dann Mitte der Fahrbahn fängst du weich an, nach links zu lenken. Und nimmst hier einen ganz späten Schaltepunkt, Gas rein ins Auto, lässt den schön raus. Und dann nimmst du hier einfach mal Ende der Curbs. Ich kann mir das sonst auch nicht merken. Dann ist wichtig, hier weich und langsam anfangen zu lenken, weil der Schaltepunkt hier ist super ultra spät. Und dann spät nach rechts, auf spät treffen und dann schön Gas geben und nicht auf die Rattersteine rausrutschen. So, und hier rechts ist gleich so ein Schotterrand. Kurz bevor der aufhört, weich hier rein und dann schön späten Scheitel und links bleiben. Hier stehen jetzt so ein paar Pylone, links und rechts Einlenkpunkt und rechts der Scheitelpunkt, da muss ich nichts sagen. Und dann nehmen wir mal den Schwung hier mit runter, Richtung Dunlopkehre. Wenn das Auto hier gerade steht, dann schön bremsen. Am Absetzpunkt und dann warten, super späten Scheitel. Scheitel treffen und dann das Auto rausdrücken mit dem Gas. Dann läuft er von alleine zum Auslenkpunkt. Hier jetzt einfach mal durch, schön am Gas bleiben, weich einlenken. Schön ran an den Scheitel, nicht vom Gas gehen, dann fliegst du ab, weich nach rechts und schön den Platz ausnutzen. Da kommt gleich rechts so ein Rettungsweg raus, da setzen wir uns ab. Und zwar der zweite Rettungsweg, nicht der hier. Bei dem 50-Kilometer-Schild hier schön an den Scheitel ran, Auto wieder rauslassen, einbogen, ein Lenkrad einschlagen, weich nach links, schön weich nach, da ist ein Porsche neben dir, pass auf. Okay, und jetzt nehmen wir ein bisschen Schwung mit. Und da vorne rechts Hatzenbachbogen mit dem Belagwechsel ganz weich nach rechts wechseln, schön unter Zug dranbleiben, den Platz ausnutzen. Ah, da sieht man richtig schön, wie dein Auto arbeiten muss. Prima machst du das. Jetzt stehe ich ein bisschen blöd hier mit dem Ferrari. Es tut mir jetzt leid. Müssen wir mal uns hier irgendwie durchwursteln. Bleib jetzt links, dass der Ferrari da noch ein bisschen Überlebensraum hat. Okay, und ab hier vorne geht's dann für Erwachsene. Lass mal eben den Porsche vorbei. Durch der Krämpfe. Da vorne rechts ist so eine Ampel an der Wand. Da ist ein Absetzpunkt in Hatzenbach-Einfahrt. Hier setzen wir uns ab und am Scheitel schön anfangen Gas zu geben, das Auto hier rauszudrücken, schön den Platz ausnutzen. Jetzt bleiben wir hier rechts und lassen uns jetzt hier nach links raustragen zu dem 2-Kilometer-Schild. Kurz danach setzen wir uns ab, sofort ein bisschen Gas mit dem Einlenken und dann hier schön den Platz ausnutzen. Ganz nach links raus. Jetzt steht hier der Lichtensteiner ein bisschen im Weg, den stoppen wir uns gleich. So, hier ist ein Belagwechsel, mit dem Belagwechsel geht es nach links. Wir gehen mal vorbei an dem gleich. Weich nach rechts, jetzt die Lenkung stehen lassen. Lass das Auto ganz raus hier nach links und dann kommt er von alleine wieder nach rechts zurück. Ah, jetzt machen wir hier mal ein bisschen überholen, kleines Päckchen näher ran. Wir gehen hier einfach mal vorbei, ganz unorthodox. Okay, und hier passt es wieder, kannst das Auto schön rauslassen. Hier der Punkt, der passt. Wichtig ist, dass du spät hier rechts an den Curbs bist und dann das Auto weich nach links reinfallen lässt und dann hier schön das Gas mit rausnimmst. Mitte der Straße, das reicht hier für den Rechtsknick. Und dann geht es hier schön hoch. Tempo lassen wir jetzt mal stehen, da kommt ein Doppel rechts. Da unten links kommt so ein kleiner Weg raus, da lenken wir ein, schön am Gas bleiben, dranbleiben, einlenken, Lenkung stehen lassen, ein Lenkrad einschlagen und schön unter Druck hier wieder raus. Und hier kannst du dann aufmachen. Komm ran! Oh, Schwedenkreuz, macht super viel Spaß, schön näher ran, komm! Wichtig ist, dass sie hier oben spät nach rechts geht. Dann steht das Auto nach dem Sprung direkt gerade und du kannst sofort anfangen zu bremsen, wenn du richtig schnell bist. Am 5-Kilometer-Schild einlenken, Gas rein, komm, Gas, Druck ins Auto, Druck, Druck, immer mehr Druck hier runter. Dann hier bremsen, komm, super. Sehr spät absetzen. Da ist ein Viereck im Asphalt, da kannst du dich absetzen. Die 91 hier rechts auf der Leitplanke, dein Scheitel.
dann hier Mitte der Straße gar nicht ganz nach rechts raus. Das reicht. Und dann hier möglichst gerade durch die Fuchsbaue durch, ohne viel zu lenken, links und rechts an den Kamps vorbei. Tempo stehen lassen, das passt. Hier unten rechts an die Kamps ran. Hier absetzen, alles stehen lassen, nicht bremsen. Erst wenn das Auto hier gerade steht, kurz bremsen. Weg von der Bremse und hier schön rüber. Kann man hier links bleiben, wenn du schnell bist, bis hier Mitte der Straße. Dann jetzt hier schön außen lang und rechts auf der Leitplanke das rote Krickel-Krackel. Das erste schmale, da setzen wir uns ab. Weich nach links. Weich nach rechts an den Schalter und schon drücken, das Auto wieder drücken. Ganz nach rechts an die Curbs, am Ende der Curbs absetzen und die zweite Curbnase links,
innen sein und dann mit viel Gas hier nach rechts und schön hier durch. Komm, am Scheitel Gas geben, das macht tierisch Spaß. Ende der Curbs, hier weich rein, Lenkung stehen lassen, dem Autoplatz nach links lassen und dann auf das Schild Eschbach zu, Wagenlänge danach absetzen, ein Lenkrad Einschlag, nicht ganz nach links ran an die Curbs. Auto schön laufen lassen hier. Wenn er gerade steht, kurz anbremsen, Ründchen. Lassen wir mal gerade den R8 vorbei. Gut, hier die Kurve hat einen späten Scheitel, da wo rechts das orangige Ding ist, die orangen Leitplanken, da erst innen sein. So, hier wo die gelbe 4 auf dem Asphalt thront, da absetzen und ganz nach links an die Curbs. Und hier im letzten 2 Metern von den Curbs, da musst du links sein, dann kommst du hier super hoch. Jetzt schön in den Pflanzgarten rein, Vorsprung bremsen, weg von der Bremse, dann meinetwegen nochmal nachbremsen oder umgekehrt. Oder zweimal bremsen, aber nicht im Sprung bremsen. Mit dem Tempo brauchen wir gar nicht bremsen, hier absetzen, ein bisschen Gas rein, Lenkung stehen lassen, einfach das Auto laufen lassen. Und dann ist wichtig, dass ihr den jetzt ganz weich nach oben links umsetzt, super. Absetzen, Lenkung gerade vorm Sprung und das macht tierisch Spaß. Hier früh absetzen, weich nach rechts an die Curve, schön die Topografie ausnutzen, weich nach links, mit das Auto so richtig hier in die Topografie schmiegen und dann schön auf den Busch vor uns zu. Da kannst du hier nämlich gerade bremsen und dann passt der Absetzpunkt hier auch perfekt und hier schön rein, Richtung Schwalbenschwanz, hier rechts am Ende der Rattersteine, weich nach links, spät aufs Gas hier oben auf der Scheitel und dann schön den Schwung mitnehmen, kleines Karussell. Meter vom Ende der Curbs absetzen, die Naht, die mittlere Naht des Betons unter die Vorderachse und wieder die letzte rechte Betonecke unter die Vorderachse kommt das Auto sehr sauber raus, du fährst perfekt bei der hier hinten, herzlichen Glückwunsch, das ist echt gut. Und hier schön früh rein, weich lenken, Schwung mitnehmen, alles halten, stehen lassen, eine Wagenlänge vor der 186 lösen und dann hier schön rein Richtung Döttinger Höhe und in der Kompression nochmal Gas und nachlenken. Wenn du dich gut fühlst, blink mich mal kurz an. Wir können uns jetzt ein bisschen erholen. Nachlenken, dann hier nur bis zur Mitte der Straße und dann haben wir die Runde schon fertig.